Ich will das nicht von dir. Es ist mein Recht. Ich habe zu lange daran gearbeitet, um jetzt zu scheitern. Ich muss jetzt hier warten. Spannung erreicht kritischen Bereich. Entladung bevorstehend. Gebiet räumen. Okay. Die kriegt immer mehr. Speichern. Speichern. Jetzt muss ich da irgendwie rüberkommen. Jetzt explodiert es auch nicht mehr alles. Was muss ich mit der machen? Was muss ich hier machen? M1. Der sagt, er ist von den menschlichen Drohnen gekoppelt. Quantencomputer stehen in der System eingelegt. Muss ich also. Ich hab sie doch besiegt. Wow, die ist geplatzt. Ah, sie ist geplatzt. Ups. Schnell weg hier. Hallo, Adam. Willkommen an der Kante. Es ist nicht das Ende der Welt, aber man kann es von hier sehen. Eliza? Was machen Sie hier? Es ist meine Aufgabe, Nachrichten zu überwachen und darüber zu berichten, Adam. Bevor Darrow alles mit seinem Signal unterdrückt hat, wurde die ganze Welt hierher umgeleitet. Mich eingeschlossen. Die Übertragung. Ich muss sie stoppen. Ich weiß. Bitte. Kommen Sie näher. Wissen Sie, wo wir sind, Adam? Wir befinden uns an dem Drehpunkt, der das Gleichgewicht der Gesellschaft regelt. Hugh Darrow wollte die Waagschalen auf eine Seite verlagern, indem er der Welt alles erzählt, was Sie bereits wissen. Über den Biochip, die Illuminaten, einfach alles. Er dachte, wenn die Menschheit die Wahrheit erfährt, wird sie die Erforschung der Humanoptimierungstechnologien endgültig aufgeben. Zumindest hätte sie dann Grund, sie zu fürchten. Korrekt. Darrows Geständnis liegt bereit. Wenn Sie wollen, kann ich es auf allen Frequenzen und Medien senden, sobald Sie das Signal abgeschaltet haben. Alles, was Sie mühevoll enthüllt haben, kommt dann ans Licht. Aber nur, wenn Sie die Übertragung hiermit deaktivieren. Falls Sie es wünschen, kann ich Darrows Nachricht aber auch ändern. Ich kann die Erfindung des Biochips entfernen und durch neue Inhalte ersetzen. Inhalte, die die Humanitätsfront zum Schuldigen erklären, wie Sarah vorgeschlagen hat. Die Organisation hat bereits zugegeben, dass sie Terroristen Unterschlupf gewährt hat. Man könnte die Menschen problemlos davon überzeugen, dass sie in dem verzweifelten Versuch, sich der Augmentierten zu entledigen, auch Biowaffen eingesetzt hat. Aber warum? Was würde man damit erreichen? Es würde den Hass auf Menschen lenken, deren Vorurteile als zu extrem erachtet werden. Und die Unternehmen hätten weiterhin die Freiheit, ganz nach Wunsch mit der Evolution zu experimentieren. Aber wenn ich diese Änderung für Sie durchführen soll, müssen Sie das Signal abschalten und die Videobearbeitung von hier aus aktivieren. Alternativ können aus Darrows Nachricht auch alle Erwähnungen der sogenannten Illuminaten gelöscht werden.
Ich kann melden, dass aufgrund mangelnder Regulierung große Mengen Neuropozin kontaminiert wurden, bevor sie den Markt erreichten. Das wäre Taggarts Wunsch. Aber würde die Welt eine erfundene Geschichte über vergiftetes Neuropozin glauben? Sie wären überrascht, was die Welt alles glaubt. Ich kann sie dazu bringen. Und weil ein Großteil der Menschen die negativen Auswirkungen unternehmerischer Nachlässigkeit bereits selbst erlebt hat, würde das zu einer strikten Reglementierung der Humanoptimierungsforschung führen. Aber nur, wenn Sie das Signal abschalten und die Videobearbeitung von hier aus aktivieren. Es gibt natürlich noch eine Option. Dieser Gang führt zur Steuerung der Druckregelung von Panchaya. Wenn Sie sie abschalten, wird die gesamte Anlage durch das Gewicht des Ozeans zusammengepresst und zerstört. Alle in ihrem Inneren werden sterben. Das soll eine Lösung sein? Keiner könnte mehr berichten, was passiert ist, Adam. Und niemand könnte die Geschichte manipulieren. Mich eingeschlossen. Es ist Ihre Entscheidung. Denken Sie, Sie sind weise genug, um der Menschheit den Weg in die Zukunft zu weisen? Oder trauen Sie der Menschheit zu, die Antworten selbst zu finden? Schwierige Frage. Ich bin ja entweder für Seraph oder Darrow. Das hier auf keinen Fall, das... Ich weiß, kann ich hier speichern? Jetzt würde ich sagen, probieren wir doch einfach aus, was passiert. Aber die Welt sich selbst überlassen. Und alles hier kaputt machen. Dadurch bleiben die Fragen der Welt unbeantwortet und es gibt vielleicht nie einen Konsens. Sind Sie sicher, dass das Ihre Wahl ist? Ja. Wir haben nur noch wenig Zeit, Adam. Ich möchte Ihnen sagen, dass es mir ein Vergnügen war. Traue ich der Menschheit zu, sich selbst zu retten? Das war Elizas Frage an mich. Die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Nach allem, was ich gesehen habe, all den Kämpfen und dem Chaos um mich herum, weiß ich nur, was ich glauben will, dass der menschliche Anstand letztlich den Sieg davonträgt. Ich war in den letzten Monaten oft in lebensbedrohlichen Situationen. Ich hätte jedes Mal aufgeben können, aber mein Drang, die Wahrheit zu kennen, die Geheimnisse zu lüften, die andere verbergen und das alles zu überleben, hat mich getrieben, weiterzumachen. Meist habe ich versucht, dabei meine Werte zu wahren und durch mein Handeln anderen nicht zu schaden. Ich habe an meiner Menschlichkeit festgehalten und der Verlockung widerstanden, Macht und Mittel zu missbrauchen, um meine Ziele zu erreichen. Und letztlich war ich damit auch erfolgreich. Aber habe ich dadurch das Recht, für alle anderen zu entscheiden? Nein. Denn das ist nicht meine Aufgabe. Aber auch nicht die von Darrow, Seraph oder Taggart. Gewöhnliche Männer und Frauen müssen gemeinsam den Weg finden, den die Menschheit einschlagen soll. Genau die Leute, die immer und immer wieder ganz praktisch den Fortgang der Zukunft bestimmt haben. Die Veränderung bremsen, wenn ihre Auswirkungen negativ sind und sie andernfalls beschleunigen. Werden sie es auch dieses Mal schaffen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde nicht zulassen, dass jemand in dieser Station, mich eingeschlossen, ihnen dabei im Weg steht. Deus Ex, Human Revolution. Ja, das war's wohl. Und ich muss sagen, so herzergreifend und mitreißend dieser Abspann auch war. Im Grunde hat er alle
in dieser Station mit umgebracht und macht ihn das dann besser als alle anderen, die er eigentlich ja bekämpft hat, die er eigentlich ja wollte, zur Umkehr bewegen und alles. Das ist so ein bisschen die Frage. Ansonsten ein tolles Spiel mit wirklich guten Ideen und ich bin nochmal positiv überrascht, wirklich. Ich dachte zwischendurch wirklich, ja, bisschen zu viel Geschnetzel, bisschen zu wenig Story. Gut, man hätte natürlich auch mehr lesen können, hätte man mehr von der Story vielleicht mitgekriegt, das ist vielleicht ein bisschen meine Schuld, aber naja, ich finde es ein richtig gutes Spiel. Und mit einer richtig, wirklich bedenkenswerten Geschichte dahinter. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt den Abspann noch weiterlaufen lassen. Wenn mir im Nachhinein irgendwas einfällt, werde ich es vielleicht noch reinschneiden. Von meinem Gequassel. Ansonsten herrscht jetzt erstmal Ruhe und dann mal schauen. Vielleicht werde ich noch die anderen Enden zeigen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch besser, wenn es nur dieses eine Ende gibt. Wenn das hier das Ende ist. Naja, mal schauen. Vielleicht werde ich auch noch ein extra Video für die anderen Enden machen. Ich weiß nicht, wie ich es schneide. Auf jeden Fall. Ja. Fand ich echt, muss ich mal betonen, ein sau geiles Spiel. Und ja. Hut ab an die, die es gemacht haben, an die, die jetzt gerade hier vorbeilaufen. Ja. Mir fällt jetzt ansonsten nichts mehr ein, was ich jetzt noch sagen könnte. Dann danke an die wenigen, die zugeschaut haben. Und ja, wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen oben, ein Abo da. Und ja, seid beim nächsten Projekt wieder dabei. Und das wird entweder ein Gruselspiel sein, wobei ich noch nicht so ganz weiß, ob ich das wirklich ertrage. Oder mal schauen, vielleicht auch mal in Anführungszeichen ein richtiger Shooter. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht starte ich auch nochmal einen Versuch mit Assassin's Creed, allerdings dann nicht mit dem ersten Teil, weil der ist mir echt zu langweilig. Dann vielleicht mal mit dem zweiten Teil, Brotherhood oder Revelations. Revelations ist ein Teil, der hat mir echt gut gefallen. Oder vielleicht auch der dritte, weiß nicht. Mal schauen. In diesem Sinne würde ich sagen, halte ich jetzt mein Maul. Es sei denn, aus besagten Gründen fällt mir irgendwas ein. Und ja, tschüss.
Sie machen sich zu viele Gedanken, Morgan. Es gibt nichts, was wir nicht lösen könnten. Sie ist da. Ich muss mich kurz fassen. Durchsuchen Sie weiter die Trümmer. Vielleicht finden wir etwas über die Morpheus-Initiative. Herein! Dr. Reed, wir sind so froh, dass Sie sich uns anschließen. Wo soll ich sonst hin? Nicht doch, meine Liebe. Das hat Ariadne schon Theseus gesagt, bevor er das Labyrinth betreten hat. Immer vorwärts, nie nach links oder rechts. Unser aktuelles Projekt wird Sie interessieren. Wir betreten damit absolutes Neuland. Ja, die Idee des Nanovirus ist wirklich aufregend. Ich freue mich schon, das Hybridprojekt aus der Nähe zu sehen, Mr. Page. Das werden Sie, meine Liebe. Aber bitte... nennen Sie mich Bob. War das etwa ein Teaser auf einen nächsten Teil? Oder doch auf den DLC, den wir vielleicht auch noch machen werden?